Herzlich willkommen, liebe Freunde. Im heutigen Video gibt es einen bunten Mix aus Werten von unserer Watchlist. Darum denke ich, dass heute für jeden etwas dabei sein wird. Ihr dürft also gerne bis zum Schluss dranbleiben, das Video liken, teilen und abonnieren. Würde mich natürlich freuen. Und dann legen wir auch schon los mit der ersten Analyse direkt nach dem Intro. Ich würde sagen, fangen wir mal an mit dem S&P 500. Auf dem Tageschart sieht das Ding weiterhin bullisch aus. Was wir hier definitiv brauchen, ist ein höheres Hoch, also ein Ausbruch über das letzte Hoch bei 4200 Punkten. Das wäre das nötige bullische Signal, damit dieses Breakout endlich bestätigt ist. Auf dem 4-Stunden-Chart ist es für den S&P 500 aber weiterhin gefährlich, denn wir befinden uns in einer Bärenflagge und die Gefahr ist hier sehr groß, dass wir aus dieser Bärenflagge nach unten ausbrechen werden. Zum aktuellen Zeitpunkt wäre das alles unter 3900 Punkten, dann würden wir von einem bärischen Breakout sprechen. Davor wäre aber nicht ausgeschlossen, dass der S&P 500 hier weiter hochläuft in die nächste wichtige Widerstandszone im Preisbereich 4000 Punkte bis 4080 Punkte, um das Ganze nochmal eben anzulaufen und von hier dann wieder stärker abverkauft zu werden. Das heißt, an dieser Stelle müssten wir ganz genau beobachten, was der S&P 500 macht. Schaffen wir es hier, dieses bullische Breakout hinzukriegen, über die 4080 Punkte auszubrechen und damit das letzte Hoch unter uns zu lassen, stehen die Chancen hier weiterhin gut, dass wir ein bullisches Szenario sehen, über das wir gerade auf dem Tageschart gesprochen haben. Sollten hier aber die Bären angreifen, dann kann es wie gesagt dazu kommen, dass der S&P 500 aus diesem Aufwärtskanal nach unten ausbricht und wir damit in den kommenden Tagen einen Abverkauf sehen. Ganz, ganz wichtig wird es im Preisbereich von 3800 Punkten bis zu 3760 Punkten, denn dieser Bereich ist aktuell enorm wichtig und sollte nicht unterschritten werden. Sobald der S&P 500 unter 3760 Punkte fällt, wäre das mittelfristig ein neues bärisches Signal und würde bedeuten, dass wir in den kommenden Tagen und Wochen weiterhin mit fallenden Kursen rechnen müssten. Weiter geht's mit dem Nasdaq. Übergeordnet aktuell weiterhin bullisch. Wir hatten in diesem Preisbereich unser erstes bullisches Breakout. Dann hier noch einmal ein bullisches Breakout, nachdem wir diesen roten Downtrend durchbrochen haben. Die aktuelle Entwicklung auf dem 4-Stunden-Chart sieht wie folgt aus. Wir haben hier auch ein bärisches Pattern gebildet, ähnlich wie wir es gerade auf dem S&P 500-Chart gesehen haben. Der Nasdaq ist hier nach unten ausgebrochen, hat allerdings nicht direkt das technische Preisziel erreicht, also dieses Pattern nicht komplett abgearbeitet, sondern kommt hier gerade wieder hoch in das Pattern, bestätigt die weiße Linie aktuell wieder als Support und damit stehen die Chancen ganz gut, dass es für den Nasdaq in den kommenden Tagen weiter nach oben gehen kann. Im letzten Video haben wir darüber gesprochen, dass wir nach diesem Breakout hier möglicherweise in die Preisbereiche der 13.500 Punkte kommen könnten, denn hier oben befindet sich unsere nächste und aktuell sehr, sehr wichtige Widerstandslinie. An dieser Linie wurden wir nämlich bereits mehrfach in den letzten Monaten immer wieder rejected. Sehr spannende Entwicklung aktuell beim Hang Seng, nachdem unser technisches Preisziel hier perfekt abgeholt wurde und der Hang Seng an diesem Preisziel nach oben gebounced ist, haben wir jetzt mit der heutigen Kerze diesen roten Downtrend endlich nach oben durchbrochen und jetzt wird es sehr interessant, ob wir darüber bleiben können. Falls ja, könnten wir in den kommenden Tagen schnell mal die rund 21.000 Punkte anlaufen, danach den nächsten sehr, sehr wichtigen Widerstand im Bereich der 22.700 Punkte und dann wären wir hier auch schon so weit, dass wir hier möglicherweise aus diesem bullischen Inverse Head and Shoulders nach oben ausbrechen könnten, was mittel- bis langfristig für den Hang Seng ein weiteres sehr positives Signal wäre. Der Bitcoin hält sich weiterhin in der roten Widerstandszone auf bei knapp 28.000 US-Dollar. Mit den VIPs auf Discord haben wir besprochen, sobald diese grüne Linie unterschritten wird, sind wir hier kurzfristig short, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Bitcoin zumindest mal in diesem grünen Supportbereich abverkauft wird. Bisher hatten wir kein Candle Close unter den 26.690 US-Dollar, damit auch kein Short-Signal. Das heißt, wir müssen hier weiterhin beobachten, was der Bitcoin jetzt macht. Sollte nämlich das letzte Hoch bei 29.400 US-Dollar nach oben durchbrochen werden, dann wäre es sehr wahrscheinlich, wie in den Videos zuvor besprochen, dass der Bitcoin in das nächste wichtige Widerstandslevel reinlaufen wird, und zwar zwischen den Preisen von 31.000 US-Dollar bis zu 35.000 US-Dollar.
Über XRP haben wir in den letzten Tagen gesprochen und haben den Chart sehr detailliert analysiert. Dort haben wir gesagt, dass XRP jetzt nach diesem bullischen Breakout, dem Retest und einem höheren Hoch sehr wahrscheinlich in unser Zielpreisbereich reinlaufen wird, wo sehr viele Widerstände übereinander liegen. Genau das könnt ihr auch aktuell sehen. XRP ist bis zu einem Preis von 58 US-Dollar Cent gestiegen, wird aktuell allerdings wieder hier leicht abverkauft, weil wir eben in diesem Preisbereich den wichtigen Widerstand haben. Das heißt, man muss das Ding jetzt ganz genau beobachten, denn sollte XRP hier nachhaltig über diesen Preisbereich nach oben ausbrechen, dann hätten wir hier ein bullisches Breakout aus einem W-Pattern und das Ganze könnte dann mittelfristig weitere sehr gute Gains mit sich bringen. Algorand performt heute sehr, sehr gut, aktuell 14,3% im Plus. In der Discord-VIP-Gruppe haben wir genau in diesem Preislevel nachgekauft. Das erkennt ihr an diesen grauen Linien, denn das bedeutet, dass unsere Preisziele perfekt angelaufen wurden. Aber wir sollten uns aktuell nicht zu früh freuen, denn vor uns haben wir noch einen sehr wichtigen Widerstand, und zwar diese rote Linie im Preisbereich von ungefähr 25 US-Dollar Cent. Sollten wir in den kommenden Tagen es schaffen, über diese rote Linie nach oben auszubrechen, dann wäre das ein weiteres bullisches Signal. Bis dorthin würde ich aber, wie gesagt, vor allem bei einem Preislevel von rund 25 US-Dollar Cent definitiv aufpassen. Lagebericht zu AMC, die Nachrichten von gestern bezüglich Amazon und AMC habt ihr, denke ich, mal mitgekriegt. Es ist noch nicht klar, wie ernst die ganze Geschichte ist. Wir haben in der Vergangenheit schon das Thema mit Amazon und AMC gehabt. Ist leider auch nichts draus geworden, aber möglicherweise durch diese Nachricht haben wir gestern diesen bullischen Impuls reingekriegt und AMC ist hier aus dieser Bärenflagge bullisch nach oben ausgebrochen. Aktuell stehen wir bei einem Preis von rund 4,92 Dollar. Genau davor habe ich gestern die VIPs auf Discord gewarnt, denn hier habe ich eingezeichnet, dass wir eben zwar nach oben ausbrechen könnten, den ganz wichtigen Widerstand aber im Preisbereich der 5,10 Dollar haben und von hier aus stärker rejected werden könnten und damit auch weiter tiefere Tiefs setzen könnten. Das heißt, wir gehen nochmal zurück auf den Chart und schauen uns das Ganze jetzt mal im Detail an. Was man hierzu sagen muss, ist, wir halten aktuell den Support und das ist bisher ein positives Signal. Das heißt, was wir hier aktuell sehen, ist ein Breakout und ein Retest. Wenn wir jetzt hier noch ein höheres Hoch reinkriegen und zwar nachhaltig über einem Preislevel von 5,55 Dollar, diesen Kerzenschatten wollen wir nämlich überbieten, dann wäre das ein positives Signal und dann könnten wir mittelfristig tatsächlich wieder von steigenden Preisen ausgehen. Solange das nicht passiert ist und solange wir vor allem unter dieser roten Linie sind, ist es weiterhin gefährlich für AMC, denn eben wie gerade auf dem Bild gezeigt, ist die Gefahr hier sehr, sehr groß, dass dieser Support nicht halten wird, wir hier wieder abverkauft werden, AMC schlussendlich doch aus der Bärenflagge nach unten ausbricht und wir uns weiterhin in unserem Wyckoff Accumulation Szenario befinden, was hier langfristig trotzdem durchaus positiv sein könnte. Das heißt, aktuell darf man sich hier nicht zu früh freuen, solange wir hier das bullische Signal nicht haben, aber ich werde das Ganze natürlich weiterhin mitverfolgen und euch Bescheid geben, sobald wir hier entweder neue positive oder neue negative Nachrichten haben. Vielleicht an dieser Stelle auch noch ein ganz kurzes Update zu Ape. Ape ist weiterhin unter den 1,48 Dollar. Ihr seht also, wie relevant dieses Preislevel ist. Ihr erinnert euch, wir haben dieses rote Preislevel eingezeichnet, noch bevor wir Kurse unter 1,50 Dollar gesehen haben. Damals befanden wir uns noch in diesem Falling Wedge, kurz vor dem Ausbruch nach oben, und ich hatte gesagt, wenn das Preislevel von 1,48 Dollar unterschritten wird, wird Ape es schwer haben, hier wieder nach oben auszubrechen. Genau das können wir aktuell also auch beobachten. Wo ich hier im Moment die Gefahr sehe, ist in diesem Preisbereich, dass wir hier kein Double Top reinkriegen bei 1,55 Dollar, denn ein Double Top ist niemals ein positives Signal. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir hier nochmal einen weiteren Abverkauf sehen werden. Das zweite noch offene technische Preisziel liegt bei 1,17 Dollar und nicht zu vergessen die offene Gap im orangenen Preisbereich bei 1 Dollar bis zu 72 US-Dollar. Hier ist natürlich weiterhin die ganz große Frage, ob Ape nicht doch noch diese Gap schließen wird, bevor es dann möglicherweise wieder nach oben geht. Im Großen und Ganzen also bei Ape aktuell leider nichts Positives zu berichten.
Mal ein bisschen was anderes als Aktien und Krypto. Vor uns haben wir den Natural Gas Chart, Ticker NatGas. Eine sehr, sehr interessante Entwicklung, denn langfristig sprechen wir hier von möglichen Gewinnen von rund 500% und mehr. Aktuell bricht NatGas aus einem wichtigen Support-Level nach unten aus. Das bedeutet für uns, wir haben hier unten bereits Preisziele definiert, wo das Ganze hinlaufen könnte. Und zwar sprechen wir hier von 1,676 und 1,526. Zwischen diese beiden Preisbereiche könnte die Reise jetzt in den kommenden Tagen und Wochen gehen. Genau hier werde ich auch langfristig einsteigen. Den ersten Einstieg habe ich bereits in dieser Supportzone getätigt. Hier würde ich, wie gesagt, noch einmal nachkaufen, um in den kommenden Monaten und Jahren die genannten 500% plus mitnehmen zu können. Brentöl hat exakt unser technisches Preisziel getroffen, auf das wir schon länger in der Discord-VIP-Gruppe gewartet haben, und zwar bei knapp 71,6. Wir sehen, dass Brent exakt an der oberen Grenze der Supportbox gebounced ist und aktuell auf dem Weg nach oben ist. Man sollte jetzt aber nicht direkt davon ausgehen, dass in diesen Preisbereichen der Boden bereits drin ist. Brent könnte durchaus noch einmal stärker runterkommen, um hier zum Beispiel einen doppelten Boden zu formen. Einen ganz wichtigen Widerstand haben wir ungefähr bei 82,5 US-Dollar, denn ungefähr in diesem Preisbereich liegt nicht nur diese alte Widerstandslinie, sondern auch das Golden Pocket, an dem Brent, wie gesagt, noch einmal stärker rejected werden könnte. So, und dann kommen wir zurück zu den Aktien, und zwar hier der HelloFresh Chart. Bei HelloFresh bin ich exakt am 88,7er Fibonacci Level eingestiegen und bin damit aktuell im Profit. Das Ganze habe ich natürlich wie immer auf Discord mitgeteilt. Falls ihr der Discord-Gruppe auch beitreten möchtet, den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Was HelloFresh betrifft, den nächsten wichtigen Widerstand haben wir im Preisbereich der 20 Euro. Genau hier verläuft nämlich diese orangene Linie, die wir zuletzt durchbrochen haben. Jetzt wird diese Linie als Widerstand angelaufen und hier ist aktuell die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass wir an dieser Linie rejected werden. Danach muss man natürlich beobachten, wie sich HelloFresh hier weiterentwickeln wird. Sollte HelloFresh aber es schaffen, über die 20 Euro nach oben auszubrechen und zurück in dieses Pattern reinzukommen, könnte man hier mittelfristig unter Umständen wieder etwas bullischer werden. Canopy Growth ist fast soweit. Vor einigen Wochen haben wir diese beiden Preisziele definiert, und zwar einmal bei 2,96 $ und dann bei 2,40 $. Achtung, keine US, sondern kanadische Dollar. Hier haben wir nämlich gesagt, wir haben das erste technische Preisziel eben bei 2,96. Sollte dieses Preisziel unterschritten werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass die 2,40 $ auch nochmal angelaufen werden. Und genau das ist auch der Preisbereich, wo ich zum zweiten Mal einsteigen werde. Das heißt, die 2,40 $, was aktuell gar nicht mehr so weit entfernt ist, sind weiterhin ein sehr, sehr realistisches Preisziel für die kommenden Tage. Ob Canopy danach endlich mal langsam in die Bodenbildungsphase reingehen wird, können wir Stand heute noch nicht wissen. Das werden wir beobachten müssen. Ich werde das Ganze natürlich für euch im Auge behalten und euch Bescheid geben, sobald sich hier etwas ändern sollte. Kommen wir zur Intel Corporation. Auf Discord wurde mir mitgeteilt, dass hier der ein oder andere Elliott Wave Analyst davon ausging, dass das Ganze noch mal deutlich tiefer fallen wird. Ich habe aber in diesen Preisbereichen bereits behauptet, dass ich hier von einem bullischen Fakeout ausgehe und damit mittelfristig von weiter steigenden Kursen. Was sehen wir aktuell? Intel steht bei einem Preis von 31 US-Dollar, hat damit unsere ersten beiden technischen Preisziele perfekt erreicht und ist gerade dabei, aus diesem Dreieck bullisch nach oben auszubrechen. Worauf wir hier jetzt achten müssen, ist, ob wir hier nachhaltig nach oben ausbrechen können, also nachhaltig über den 31 US-Dollar bleiben können. Wenn das der Fall sein sollte, dann gehe ich hier weiterhin mittelfristig von weiter steigenden Preisen aus und schließe nicht aus, dass wir in den kommenden Monaten sowohl die 36 US-Dollar erreichen könnten, als auch im besten Fall aktuell die 40 US-Dollar. Das Ganze, wie gesagt, nur kurz- bis mittelfristig. Langfristig gesehen hat Intel natürlich noch viel, viel mehr Potenzial und könnte langfristig natürlich auch schnell mal in die dreistelligen Bereiche reingehen, sobald wir uns in einem neuen Bullenmarkt befinden werden. Und zu guter Letzt heute die Plug Power Aktie. Plug Power ist aktuell genau an unserem ersten technischen Preisziel bei 10,70 $. Genau hier hatten wir gesagt, dass die nächste wichtige Supportzone beginnt. Allerdings muss hier jedem klar sein, dass es mit Plug Power noch einmal ein gutes Stück tiefer gehen kann, so wie hier eingezeichnet, denn übergeordnet befinden wir uns hier in einem Falling Wedge und die untere Linie dieses Falling Wedges
verläuft eben aktuell bei einem Preislevel von knapp über 7,80 $. Das heißt, sollten wir hier einen impulsiven Abverkauf sehen, dann könnte Plug Power tatsächlich sogar in den kommenden Tagen in die Preisbereiche knapp unter 8 US-Dollar fallen, um hier dann möglicherweise den Support zu finden und danach wieder hochzulaufen, aus diesem Pattern auszubrechen und langfristig wieder bullish zu werden. Ein Preislevel von unter 7 US-Dollar, wo die letzte grüne Linie liegt, sollte definitiv nicht nachhaltig unterschritten werden, denn damit hätten wir einen bärischen Ausbruch aus diesem bullischen Pattern und das wäre wiederum ein sehr bärisches Zeichen, welches wir bei Plug Power nicht sehen wollen. Das war für das heutige Video, wie gesagt, der letzte Wert. Ich hoffe, das Update hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen und würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch noch weiterhin eine schöne Woche und ein erfolgreiches Trading. Wir sehen uns schon bald wieder. Das war's von mir. Macht's gut.